Friends und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich dachte mir, weil der letzte Stallvlog bei euch so gut angekommen ist, gibt es heute wieder einen. Ich habe ihn jetzt schon fertig gemacht, habe ich ja ein paar Sequenzen gefilmt. Beim Putzen ging es leider nicht so gut, weil noch eine andere am Stall war. Genau, ich führe ihn jetzt immer das erste Stück so über die Straße. Weil beim ersten Stück über die Straße jetzt seit, weiß nicht, lasse ich ihn nur noch ein bisschen aufwärmen, ein bisschen an draußen gewöhnen. Gerade geht er hier richtig brav mit. Und schaut euch mal dieses traumhafte Wetter an. Ein Träumchen. Aber jetzt steige ich auch gleich schon auf. So, jetzt sitzen wir drauf. Und ich reite heute mal nicht meine Standard-Tour, sondern ein bisschen andere. Aber bei diesem Wetter ist es auch so warm. Wenn die Sonne nicht da wäre, wäre es so kalt, es ist so krass, dass es einfach ausmacht. I love it. Echt, es tut so gut, in der Natur draußen zu sein, vor allem während dem Prüfungsstress. I love it. Ich habe übrigens, ich kann euch später mal mein Outfit zeigen. Das ziehe ich euch richtig gerne beim Reiten an. Mein Winter-Reit-Outfit, weil es auch einfach schön warm hält. Jetzt reiten wir jetzt erstmal ein bisschen warm und dann schauen wir mal weiter, was heute noch so geht. Was richtig toll ist, hier ist ein Schild. Auf dem Schild steht halt drauf, dass hier überall so Wiesen sind. Für halt, um die Artenvielfalt zu garantieren. Und das finde ich richtig toll. Auch vor allem Bienen und so. Wildbienen, dass die nicht aussterben. Echt toll. Und übrigens gehe ich heute eine Runde, die ich noch nie gegangen bin. Aber die ist echt schön. Der Boden ist so ein bisschen blöd, weil hier sehr viele große Steine sind, also da kann man nicht traben oder galoppieren, erst recht nicht. Aber ansonsten genieße ich es gerade richtig, man kann so gut abschalten, finde ich. Und man denkt nicht über so vieles nach und einfach so taucht so vom Alltag ab. Klingt dumm, aber ist halt wirklich so. Und Terrat. Wir haben gerade ein kleines Stückchen galoppiert, das kann ich leider immer nicht mitfilmen, weil so gut klappt es dann noch nicht. Er hat so viel Energie bei diesen kalten Temperaturen und da muss ich immer voll Konzentration aufs Pferd haben, was beim Ausreiten ja eigentlich immer so ist. Da kann immer sehr viel passieren, man weiß ja nie. Gerade reite ich an einer Straße, ja was ist eine Straße, ist trotzdem ein Feldweg, aber der ist auf jeden Fall geteert. Ist jetzt wieder auf dem Heimweg. Ich mache nämlich die Route immer ein kleines bisschen größer, weil er es noch nicht gewohnt ist, so weit von seinem Stall aus wegzukommen, weil die Besitzerin nicht so viel mit ihm macht. Und wenn man das immer so ein bisschen steigert, habe ich herausgefunden, dass das sehr gut funktioniert, wenn er dann nicht umdrehen will. Wir haben es auch erfolgreich durchs Dorf geschafft. Das war am Anfang auch keine Selbstverständlichkeit. Und wenn wir hier durchreiten, kommen wir da hinten wieder zu einem Feldweg. So, er hat ordentlich geschwitzt auf jeden Fall. Schuh. Schauen wir mal, zeigen wir mal, was du kannst. Uppi, Uppi, schau mal. Mama Smile. Mama Smile. Komm. Weißt du, was ich will? Komm. Genau, super. Jetzt kommt er wieder zu seinen Freunden. Wir warten immer auf ihn. Oh Gott, da sind ja Menschen. So, wir kommen jetzt zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Nicht dem Misten, ne? Aber ich finde, da sehen Zeitraffer immer so richtig satisfying aus. Deswegen gibt es jetzt einen Zeitraffer. Let's go. Oh, es ist so kalt. Aber beim Misten wir dann immer warm. find myself falling and falling, crawling back to find myself falling and falling. Baby, hate how it controls me, someone told me I'm just too consumed with my phone, help me. I gave the break, somebody give me peace of mind. So, und jetzt kommt wirklich mein Lieblingsteil, neben dem Reiten natürlich, und zwar das Futter vorbereiten. Heu habe ich immer jetzt schon reingehauen, kriegt ja immer voll einen vollen Heusack und hier noch was auf den Boden geschmissen, weil sie ja total draußen nichts finden. Und dann natürlich noch Kraftfutter. So, dann habe ich es wieder geschafft. Es geht die Sonne auch gerade so unter. Es ist jetzt auch schon 16:30. Ich weiß gar nicht, ich bin um 2 oder sowas gekommen. Und habe es jetzt geschafft. Jetzt räume ich hier noch alles auf und verabschiede mich vom Opi. Und dann geht es schon wieder heim. Übrigens kann ich euch hier noch mein Stalloutfit zeigen. Man sieht es gar nicht richtig, den unteren Teil. Auf jeden Fall die Jacke, die ist von Zara. Darunter habe ich hier einen, so einen Fleece-Pulli von Champion an. Der hält echt richtig gut warm. Und darunter habe ich dann nochmal so ein T-Shirt an. Man sieht es gar nicht, aber kann mich jetzt auch schlecht ausziehen. Aber so ein schwarzes Funktions-T-Shirt von Maya Delores. Mag ich sehr die Marke, auch die Reitleggings von der Marke finde ich super gut. Dann habe ich noch eine Reithose an mit Gummi, Silikonbesatz. Die ist von Horze und hier so Gummistiefel zum Hüsten. Ja, und unter der Reithose habe ich noch eine Strumpfhose an, dass mir auch schön warm ist. Das ist ganz ein guter Ersatz, falls man keine Winterreitklamotten hat. Habe ich nämlich nicht. Ich ziehe auch immer so dicke Socken an in die ganzen Schuhe. Also ich glaube, ich ziehe 3 Socken an. Also einmal habe ich die Strumpfhose an, dann habe ich noch normale Reitersocken drüber und dann noch so kuschelige Socken. Also meine Füße sind immer noch kalt. Das ist echt verrückt, aber ich bin ja auch meistens nur einmal die Woche am Stall. So, ich packe dann jetzt wieder meinen Schatz. Alles gut, wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich wieder. Ich habe jetzt gar nichts, kein Abschiedsgutti. Haben eure Pferde auch so süße Flauscheohren? Ich finde die ja so niedlich. Bis nächste Woche, bleibt brav. Ciao, ciao. Ich zeige euch jetzt noch schnell das T-Shirt. Ich finde das nämlich echt eigentlich ganz cool für so ein Reiterfunktions-T-Shirt. Ist so ein bisschen lockerer hier an den Ärmeln. Hat so einen Schriftzug. Und auf dem Rücken steht hier noch die Marke. Also finde ich sehr schön. Natürlich alles selber gekauft. Das ist ja außer Frage, ne? Genau, die Socken sind auch von Horze, sind auch ein bisschen dicker. So, back at home würde ich jetzt sagen, dass ich das Video beende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwas genauer sehen wollt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache gerne noch einen weiteren Teil, wenn die euch so gut gefallen. Ich will zwar nicht zum Pferdekanal werden, aber so ab und zu kann man das schon machen. Ich gehe jetzt duschen, Haare waschen. Die habe ich jetzt schon über eine Woche nicht mehr gewaschen. Oder, ja, ich glaube über eine Woche. Und ein bisschen aufwärmen. Bis dann, ciao!